Ich war früher immer total enttäuscht, weil eigentlich hatte ich fast nie eine Gebetserhörung. Er versteht, was dein Kind bewegt. Gott hört dein Jemand bemerkte einen Satz, den er oft hörte. Gebet ist Reden mit Gott. Er sagte mir, dass seine sogenannten Gebete immer Gleichklanggespräche sind. Mit solch einem komplizierten Wort konnte ich nicht sofort etwas anfangen. Aber dann erklärte er mir, ich war früher immer total enttäuscht, weil eigentlich hatte ich fast nie eine Gebetserhörung. Und deswegen überdachte ich das Konzept Gebet. Es gibt etwas, das kann man nicht beschreiben. Und dies ist der Christus, den ein Mensch als sein Leben, seinen eigenen Frieden kennt. Bei dem Thema Gebet bekam ich mal eine Beschreibung, bei der mir auffiel, dass die Person in einer Ruhe war, in einer Gelassenheit, völlig ohne Unfrieden und für sich selbst selbstverständlich bekannt war, dass Gott seine Situation schon abgeschlossen hatte. Er machte sich also keine Gedanken mehr darüber, wie der nächste Schritt aussehen sollte, obwohl er nicht wusste, wie der nächste Schritt sein würde. Das war der, der mir sagte, dass seine sogenannten Gebete immer Gleichklanggespräche sind und deswegen für ihn erhörte Gebete waren. Besser kann ich das jetzt nicht beschreiben, aber vielleicht bin ich jetzt auch dabei, das Konzept Gebet mal neu zu überdenken. Oder ist dir das zu sonderbar? Zu merkwürdig? Er versteht, was sein Kind bewegt.